ich besuche hier in Dampflos das Haus Sonnenschein von der Familie Pohl und dieser Name ist eigentlich perfekt gewählt. Das ist ja eine Pflegewohngemeinschaft, wo 12 Menschen zusammenleben in einer wunderbaren Atmosphäre und ja, sie können wirklich hier zusammenleben wie in einer Familie. Das ist eine Wohnform, die wir als Landesregierung unterstützen wollen, weil es der Wunsch der Menschen ist, so lange wie möglich ja, entweder in den eigenen 4 Wänden zu leben oder aber in familiärer Atmosphäre. Und das, was ich hier jetzt schon gesehen habe, das beeindruckt mich zutiefst. Und ich finde es ganz toll, was das Ehepaar Pohl hier auf die Beine gestellt hat. Mein Vater wohnt hier und wir sind total glücklich hier. Mein Vater fühlt sich auch sehr wohl, sind sehr herzlich aufgenommen, sehr familiär und ja, ich erinnere mich gerne auch an das erste Weihnachten hier zurück. Gemeinsam gegessen, jeder hat was mitgebracht und ja, hatten einen schönen Abend mit anschließender Bescherung auch hier. Wir verstehen uns gut, ich verstehe mich mit allen gut. Mit jedem, der hier ist, wir haben eine sehr schöne Gemeinschaft hier. Kleine, aber feine Gemeinschaft. Wo einer auf den anderen ein bisschen aufpasst. Und es ist einfach wunderbar. Ich wünsche jedem alten Menschen so einen Platz, wie ich hier gefunden habe. Also der Landesregierung liegen Projekte wie diese Pflegewohngemeinschaft sehr am Herzen. Wir haben in Rheinland-Pfalz 80 solcher Pflegewohngemeinschaften und wir wollen es wirklich aktiv befördern, dass sich noch viel mehr gründen, vor allen Dingen auch im ländlichen Bereich, um den Menschen dort wirklich Alternativen zu bieten. Und wir fördern auf der einen Seite über zinsvergünstigte Darlehen der Investitions- und Strukturbank, die wirklich Darlehen gibt, um günstig so etwas zu investieren. Zum anderen haben wir die Landesberatung Neues Wohnen seit Januar 2015, wo man, wenn man sich für so eine Wohngemeinschaft interessiert, Beratung bekommt, wo gibt es Fördermöglichkeiten, aber was sind auch gesetzliche Hürden, wo man mit Architekten ins Gespräch kommen kann, also wo diese Landesberatungsstelle kostenlos sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket schnürt. Und wir unterstützen mit einem Projekt Wohnpunkt RLP ganz gezielt Gemeinden, die kleiner sind als 3000 Einwohner, damit solche Projekte entstehen. Weil die Kommunen haben natürlich auch ein Interesse daran, dass die Menschen so lange wie möglich in ihrer Heimat, in ihren Dörfern wohnen bleiben können. Und deswegen haben wir auch so ein Projekt Wohnpunkt initiiert. Also wir tun alles, damit sich solche tollen Ideen in Rheinland-Pfalz noch mehr verbreiten. In der LZG ist die Beratungsstelle Neues Wohnen angesiedelt. Dort machen wir niedrigschwellige Angebote. Das heißt, wir informieren interessierte Menschen, auch Kommunen darüber, wie man Wohnpflegegemeinschaften etablieren kann, geben Hinweise, wie man Kontakt zu den entsprechenden Behörden aufnehmen kann und begleiten auch die entsprechenden Personen bei der Umsetzung einer Pflegewohngemeinschaft.